Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight, Pirate Knight. Ich bin der Baume, wir sind auf der Suche nach... Gott, wie heißt der nochmal? Ich will das mal benutzen. Ich nehme den Haupteingang und lenke ihn ab. Robin, du gehst durch den Schacht rein, sobald ich seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Okay. Ja, okay. Das ist ein Plan. Ich wollte eigentlich in den Schacht, aber ich habe immer vergessen, dass wir hier noch so einen Helfershelfer haben. Die haben den Spiegel auch schön platziert, dass man genau sieht, dass er sich da jetzt hinstellt. Und er hat immer noch keine Knochen! Aber er hat uns doch geholfen. Wir können uns das nicht komplett einbilden. Was? Versuch's mal mit der Tastatur! Ja, der Code ist 8888. Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Was? Wie soll denn das aussehen? Henry, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich, nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay, ich versuch's. Also wenn ich in der IT eins gelernt habe, dann lasst Leute nahe der Rente oder darüber hinaus nicht an Computer ran. Nee. Computer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Genau das meine ich nämlich. Sie können die Daten mit dem Bedienfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber, bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr interessant. Okay, ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Und fertig. Das sehe ich. Danke, Henry. Ich traue ihm nicht. Dem guten Henry. 8? Nein. Die Kamera. Warte mal. Guck mal da. Hat er drei Arme? Guck mal da links. Da ist ein Ellenbogen. Ach nee, das ist ein Teil von der Jacke, oder? Die vorne offen hängt. Okay. So, okay. Oh Gott, das ist ja jetzt gespiegelt. Das ist die... Kannst du da nochmal kurz weggehen? Kann ich ranzoomen? 7. Und das ist die 9. Okay, rechts ist die 9. Und oben rechts ist die 3. Okay. Also... Es fängt an mit der 5. 5, 3, 9? 5, 3, 9. Er hat schon Stil. Er hat schon Stil. Achso, ich muss es ja auch noch markieren. Ja, es reicht nicht, dass ich es mir nur angucke und. Warte halt. Nee, ich kann nicht abbrechen. Ich muss es auch markieren. Oh, wieder zurückspulen. Da. So, und... Was? 5, 3, 9. Go. Achso, es sind mehr Nummern. Also es fängt schon mit der 5 an. 3, 9... Wie? Er drückt doch nur 3 Knöpfe. Oh, ich vergaß. 0, 5, 3, 9. Das war's. Ready, set, fire. Charisma trägt eine Bombenweste. Und im Raum sind 5 weitere Bomben. Verstanden. Schön, dass du es einrichten konntest, Bats. Okay, das ist interessant. Das ist keine Bitte, Bats. Los jetzt! Geh sofort da hoch! Es gefällt mir! Schüchtern! Es gefällt mir! Platz für 2! Nein, wirklich. Ich bestehe darauf. Wie du sehen kannst, ist die Menge schon ganz fiebrig, als würde sie bald explodieren! Haha! Ein Ständchen außer mir, Bats! Lass es
machen, Jungs. Bring mich nach Haus. Ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Ich kann nichts machen. Fällig, die Schnitte. Ach doch, ich kann was machen. Und du standst einfach da hinten laufe ich rum. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht. Oh, okay. Shit. 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 Er hat mich gesehen. Da habe ich ein ganz kleines Stückchen hinter der Ecke vorgeguckt. Verdammt. Verdammt. Verdammt, er darf mich halt nicht sehen, ist klar, wenn ich zwischen den Kulissenteilen hin und her springe. Ich brauchte erstmal eine Weile, um zu realisieren, dass ich drücke halt die Bewegungstaste und sehe nicht, dass ich was tut, weil er hier hinten hinter dem Ding rumrennt. Bring mich nach Haus, ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. So, er guckt dir eigentlich immer Batman an. Ach, ich sehe auch das rote Licht, alles klar. Das Licht ist wahrscheinlich sein Blickfeld. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah... Seht das, den roten Schein? Klar, ja. Wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Hui. Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown. Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Bitte hör nicht auf mit singen. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist's. Was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot. Ich muss lachen. Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Oh ja, du wirkst so beklommen. Denn du weißt, meine Zeit ist vorbei. Keine Zugabe. Das er soll war... ein echter Sänger sein. Sogar Alfred kann besser singen als der. Gute Arbeit, Robin. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Das hat mir gut gefallen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen gerade. Das war echt schön. Das hatte viel Schönes. Wie funktioniert das? Wo geht denn das Kabel hin? Müssen wir das irgendwie bedienen? Hä? Die wird auf jeden Fall gespeichert. Ja, aber ich glaube, wir müssen hier erstmal aufräumen. Vielleicht. Vielleicht, das Kabel scheint in einen anderen Raum zu führen. Und dort könnte ein Batarang durchpassen. Warte mal. Ist das Glas? Oh ja, nein. Genau, schieß einfach auf die Bombe. Das ist vollkommen in Ordnung. Ah, verdammt. Ist auch nischt. Nö. Naja, egal. Halt! Was passiert, wenn wir damit auf Robin schießen? Der ist doch gerade. Der hat doch gerade keine Hand frei. Oh. Okay. Gut. Gut. Toller Anzug. Schützt ihn auch zuverlässig vor ferngesteuerten Batarangs. Du
Geht ins Ohr, was, Bats? Oh ja. Ach ja, ich hatte mal die Stimme einer Sopranistin. Und damit meine ich ihre Stimmbänder. Wie er es so abnickt. Hast du noch einen Satz auf Lager für mich? Na? Huch. Irgendwas hat mich gerade angeskypt. Wer? Wer hat mich denn hier angeskypt? Kenn ich den? Mein liebes Handy, verrat es mir. Verrat es mir. Wer ist denn Doreen Riedel? Was? Arxfertes ist angemommt. Moment, irgendwer schreibt mir schon wieder besoffen. Pff. Leute, hört auf, mir besoffen Nachrichten zu schreiben. Du sagst sonst nichts mehr? Aber wieso bleibst du denn da sitzen? Toki Boy. Kann ich auch durch den Schacht? Jetzt aber mal gut hier. Ja, 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 schick mir halt irgendwelchen Scheiß. So, Ton ist aus. Ach, dann fängst du gleich wieder an mit Vibrieren. Dann machst du wieder wupp, wupp. Ach, Handys sind manchmal echt eine nervige Angelegenheit. So, ich weiß nicht, ob es das bringt, die Dinger zu sammeln. Jetzt sind wir hier in dem Raum. Kommt man hier irgendwo weiter? Wie hat denn Robin das hier gemacht? Wieder ein Beweis dafür, dass er nur eine Einbildung ist. Obwohl er uns gerade geholfen hat irgendwie. Hm? Seltsam. Ganz, ganz komisch. So, komm, wir gehen. Oder kann ich mit dem Joker vielleicht reden mit A? Ich will gucken, ob der noch einen Satz drauf hat. Schade, der sitzt ja einfach nur rum und schwärmt von der Zeit, als er noch die Stimmbänder einer Diva hatte. Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite ein Upgrade für den Wagen vor. Sehr wohl, Sir. Ich werde den Waffengenerator Mark II vorbereiten. Mit ihm kann man die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Das perfekte Geschenk für den Mann, der alles hat. Sie und ihr Liebling sind nicht mehr zusammen, doch auf immer und ewig. Was, was? Ich konnte es nicht lesen. Gott, gibt's hier viele Riddle-Diddles. Gleich mal ein Foto von machen. Tja, wer hat das Maul so weit aufgerissen? Bleiben nur noch du und ich, Bats. Mano a mano. Ein echter Kampf, von dem man seinen Enkel noch erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. Na, das wird ein Spaß. Oh, guck mal. So einfach geht das Ding auf. Hier muss man anscheinend... Vollständig versagt. Überrasch mich nicht. Warte kurz, das rüste ich mal aus, damit ich besser zielen kann. Wo ist es da? Das ist der Anfang. Das ist also so ein Try-and-Error-Ding. Oder kann ich da irgendwie eine Reihenfolge erkennen? Oh Gott. Den? Memory. Puh. Der Versager hat versagt. Perfekt. Was für ein blödes Rätsel. Das dauert einfach nur unnötig lange, bis man alles ausprobiert hat. Oh, Leute. Leute. Es kann eine Weile dauern. Okay. Das. Huch. Glück gehabt. Eins, zwei, drei, vier. Hossa, das war der falsche. Eins, zwei. Na. Drei, vier, fünf. So weit sind wir ja schon. Dann der. Okay, dann kommt bestimmt der. Und jetzt der da hinten. Supidubidu. Mann. Und ich kann die auch wieder ausmachen. Schön. Tolles Rätsel. Richtig knifflig. Expecting it to be easy. Ja, es war einfach. Aber es war halt einfach lang. Übertrieben lang. Liebe Riddle. So, da will ich mal gucken, wenn der Robin sich hier einfach nicht triggern lässt.
Wenn der Robin sich ja einfach nicht triggern lässt, dann kann man hier vielleicht einen Batarang reinschmeißen. Vielleicht bringt das ja Glück. Okay. Dann muss man hier sicherlich die Tür öffnen. Okay. Eins von drei, wie es scheint. Hui. Fuck! Das gibt's doch nicht. Was? Ah ja. Okay. Da ist er irgendwie zurückgedauzt. Ich weiß aber auch nicht. So. Um die Kurve. Ich bin aufgeladen. Was mache ich jetzt damit? Die Tür öffnen. Natürlich. Dankeschön. 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 Das war viel zu einfach. Nein, war es nicht. Ich musste ja wirklich ein bisschen knobeln, bis ich drauf komme. Und ich wollte da schon reinkriechen. Das ist doch völlig unter meinem Niveau, meine ich. Ich muss Niveau nicht richtig aussprechen. Reicht, wenn ich Niveau sage, weil ich bin der Batman. Das muss weg. Na, holla die Waldfee. Was haben wir denn hier? Da unten ist irgendeine Waffenkiste. Hä? Aha. Warte mal kurz. Können wir dem vielleicht Befehle erteilen? Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich... Nein, können wir nicht. Der muss allen Anschein nach zur Waffenkiste. Der ist ja auch bewaffnet, aber wie machen wir das? Soll ich die vielleicht hacken? Okay. Und nu? Nee, können wir ihn hacken? Soll ich irgendwas tun? Kann ich das hier aufsprengen? Vielleicht kann man das hier aufsprengen, weiß nicht. Lass mal ausprobieren. Ich vermisse gerade ein bisschen die Musik irgendwie. Schade. Wie kriegen wir den denn da weg? Der muss irgendwie jetzt anscheinend zur Waffenkiste hin. Aktive Schaltkreise, 8,1 GHz. Ja, ja, okay, Wahnsinn. Warte kurz, liebes Outro. Warte kurz. Was können wir denn alles mit Robotern machen? Was kann ich alles mit denen machen? Was mache ich denn mit dem? Hä? Ich komme da auch nicht ran mit dem Batarang. Kann ich den seine Waffe vielleicht hacken? Nur das geht nicht. Die ist da reingebaut. Was macht er denn mit der Waffe? Können wir da noch mehr... können wir das Ding jetzt vielleicht hacken, indem wir jetzt da sowas drauf... Lass mich mal kurz gucken. Gibt es irgendwas in den Upgrades, dass wir etwas lernen können, womit wir manipulierte Waffenkisten verdingseln? Gibt es da sowas? Hier, guck mal hier. Sabotiert ein Wachgeschützverteiler, sodass er ein Wachgeschützverteiler, sodass er explodiert und Gegner kampfunfähig macht. Ne, das meine ich nicht. Ich meine eher diese Munitionskisten. Wir wollten auch sowieso mal mehr Munition für das Ding und so weiter. Aber auch wir hatten noch so viel vor. Was ist denn das? Wenn Detektivmodus gegen sie an. Ja, okay. Das sind irgendwelche Minen. Hier müssen wir noch was lernen. Vielleicht hier. Und ich habe das Gefühl, uns fehlt noch irgendwas für dieses Rätsel. Kann das sein? Soll ich hier vielleicht in den Schacht rein? Mit dem ferngesteuerten Batarang? Nö. Die Wand da kriege ich nicht weggesprengt. Jetzt ist er auf 8,6 GHz. Hat das was zu sagen? 7,6. Wird das langsam immer weniger? Ich glaube, das ist einfach immer ein bisschen random. Komme ich da irgendwie rein? Hä? Was soll das?
Ich bin sprachlos. Nee, das geht auch nicht. Irgendwas an der Decke? Nö. Hä? Hä? Da komme ich nicht durch. Hä? Ja, aber... Wie? Wie? Wie soll das gehen? Ich sehe den auch nicht durch die Wand durch. Das ist ganz komisch. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich ignorieren. Da stehe ich jetzt gerade... Weiß nicht. Da stehe ich voll auf dem Schlauch. Keine Ahnung, was da los ist. Nee. Okay. Aber... Ich muss sagen, der Part mit dem Joker und dem Gesang hat mir sehr gut gefallen in dieser Folge. Das hatte mal was erfrischend Neues. Aber das Rätsel gerade... Da ist ja nirgendwo eine Öffnung. Nichts mit ferngesteuerten Batarang, wir können nicht durchschießen, wir können gar nichts mit dem Robo machen. Auch keine Rauchgranate oder so, weißt du? Weil die bietet es einem nur an. Ich glaube, die haben wir gar nicht im Inventar. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht haben wir die ja im Inventar, die Rauchgranate. Vielleicht bin ich nur zu doof. Da, Rauchbombe. Okay, weißt du, ich schmeiß die jetzt mal. Und es passiert auch nichts. Keine Sorge, ich weiß, ihr seht es nicht. Doch, ihr seht so ein bisschen. Da unten der Robo. Genau da steht er. Er macht halt nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht, was da jetzt hier... Keine Ahnung, was kann man da machen? Nichts. Gar nichts. Das ist komisch. Boah. Nee, das ist mir zu hoch. Ich weiß nicht, was er von mir will. Vielleicht haben wir irgendwas Wichtiges übersehen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre mein Leben einfach viel leichter ohne den Riddler. Gut. Hey, aber markieren sollte ich das Ding. Das habe ich vergessen. Ah, ich kann ja, wenn ich es knipse, wenn ich es fotografiere, wird es ja gespeichert. Und dann können wir auf der Karte nochmal hierher kommen und ein andermal weiter rätseln. Nicht, dass ich das übersehe. Und vor allen Dingen zeigt mir dann... der nächste Riddler-Informant, den ich hochnehme, auch, die zeigen einem ja immer neue Sachen. Und so zeigt er mir nicht ein Ding, was ich schon gefunden habe, wo ich nur zu doof war, es auf der Karte zu speichern. Naja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da schnappen wir uns dann den dicken, schwarzen Mann, der langsam weiß wird. Nennen wir ihn Michael Jackson. Und nein, es ist natürlich der Goliath. Und das wird, denke ich mal, ein knackiger Faustkampf. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich sehe nur nicht live, wie er Menschen von seinen Wächtern beim Arm drücken den Arm rausreißt. Das fand er ja sehr lustig. Also dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen und reingehauen.